Und ein herzliches Willkommen zurück zum nächsten Teil von Pokémon Tekken DX auf Nintendo Switch. Mit mir und Knackrack. Wir bleiben jetzt erstmal bei Knackrack. Ich brauche unbedingt erstmal wieder Punkte. Und hoffen, dass wir mit Knackrack weiterkommen. Der Derex. Oh, 5 Siege Kanada, Gruppe E4. Noch wie Derek. Oder dir Derek. I'm so sorry for you. Oder so. Mein Englisch ist noch so gut. Oh, ich bin grün. Okay. Das war ja cool, dass es da noch getroffen wurde, ey. So, jetzt reicht's aber mal. Hat er nichts mehr gemacht? Er hätte eventuell einen Punkt kriegen können. Oder er wusste nicht, was das Dick da macht. Kannte er noch nicht. Dann scheint er aber wirklich extrem neu zu sein. Nein! Eieieiei. Gut nach Derek. Entschuldigung, tut mir echt leid. Aber bleib bei deinem Knackhack. Trainieren auch eine Weile. Auch wenn du mich nicht verstehst, aber dann wird es auf jeden Fall echt gut mit dem Knackhack. Knackhack ist ein klasse Pokémon zu kämpfen. Plus 25 Punkte. So, direkt doch mal der nächste Kampf. Schauen wir doch mal, was da passiert. Und ich gucke auch mal so nebenbei, schau mal, ob jemand mag, was geantwortet hat bei YouTube, aber nee, scheinbar nicht. Leider nicht. Ich erwarte noch Antworten darauf, ob es euch was ausmacht. Also schreibt in den Kommentaren, ob es euch was ausmacht. Wenn ich eventuell mal ein paar Aufnahmen machen müsste, wo ich nicht kommentieren kann. Ihr könnt mich zwar sehen, aber ich kommentiere nicht. Ob das in Ordnung für euch wäre. Ja oder nein. Ob ich dann eher die Teile ausfallen lassen soll oder... Ja, ob ich die Teile eher ausfallen lassen soll oder trotzdem aufnehmen soll. Auch wenn ich keine Kommentare haben werde. Keine Kommentare machen werde, so. Herausforderung. Doch, der Cayenne wieder aus Niederlande. On guard.
Alte Stadt im Verhoben. Gruppe C5. Das gibt auf jeden Fall wieder 100 Punkte, wenn ich gewinne. Wenn ich gewinne. Mal gucken. Weiß er ja jetzt, wie ich so kämpfe und hat sich jetzt darauf eingestellt. Schauen wir mal. Eieieiei. Nein, das war falsch. Scheiße. Ich hätte eher Schutz nehmen sollen. Mist. Oh, 1-0. Jetzt muss ich mich aber anstrengen, dass ich gewinne. Und schon wieder diese Internetprobleme. Oh. Ich weiß nicht, ob das am Server liegt oder am Internetproblem. Oder am Internet von dem Spieler. Nein! Oh. Oha. Nein! Jawoll! Ha! Meine Güte, war das knapp! Eieiei, lieber Cayenne! Und schon wieder geht's um die Wurst. Puh, ging so, Leute, spiele ich am liebsten, wenn das so hin und her gerissen ist. Das ist echt cool, das macht Spaß. Und ist spannend, also für mich zumindest, für euch vielleicht auch. Nein! Wow! Nein! Shit! Oh, ich lebe noch! Scheiße. Ah, oh, fuck. Cayenne, Glückwunsch. Die Revanche hat dir gehört, so gesehen. Das war cool. Es ist natürlich klasse, wenn ich den Grad nochmal finden will. Und dann würde ich ihn wieder platt machen. Ich schau mal nach. Nächster Kampf. Mal gucken, wie wir ihn finden. Wer wird kommen? Okay, jemand anderes. Ach, dann, schon wieder. Finnland. Diesmal mit Dark Rai. Okay, er versucht also noch herauszufinden, mit wem er am besten spielen kann. Das sollte er aber lieber mit Computer. Und erst wenn er mit dem Computer richtig gut, gegen Computer richtig gut ist, dann sollte er Multiplayer verwenden.
tut mir so leid. Soll ich mal extra verlieren? Kleines Erfolgserlebnis, so 1-1, so. Und dann verliere ich wirklich. Schauen wir mal, ich lasse den mal gewinnen. So ein bisschen will ich aber auch natürlich auch noch Schaden machen, ne? Ist ja klar. Oh, stimmt, da blutet Schild nichts. Aber es macht doch keinen Schaden. Nicht schlecht. So. Da freut er sich bestimmt. Da denkt er sich vielleicht, okay, er hat zumindest eine Chance und er muss einfach üben und wird nicht direkt platt gemacht. Okay, es war zu lange aufgeladen. Hörst du aber mal auf. Mama sagt nochmal. So. Geht doch. Aber er fühlt sich nicht so plattgewalzt, wie wenn ich jetzt einfach so 2-0 total komplett zusammengedrescht hätte. So, da kriegt er vielleicht auch noch ein bisschen Ehrgeiz. Er kann es schaffen. Er muss nur ein bisschen trainieren. Es ist möglich. Durch das 1-1 hat er vielleicht das Gefühl bekommen. Also ich hoffe, dass ich denen irgendwie nicht die Lust zu sehr verderbe, dadurch, dass ich halt gewonnen habe, aber... Okay. So, schaffen wir noch einen Kampf. 2 Minuten fast. In 13 Sekunden noch 2 Minuten. Ach komm, ein Kampf geht vielleicht noch. Dauert es halt mal wieder etwas länger vielleicht. Es wird länger dauern. War eine doofe Entscheidung. Okay, schauen wir mal. Aber ich finde, es müsste trotzdem vom Computer besser ausgewählt werden, die Gegner. Also so nach dem Motto, ja, dass doch mehr so eher so die gleichen Gruppen irgendwie gegeneinander kämpfen, als irgendwie Gruppe E gegen Gruppe D oder was auch immer. Oder Gruppe D gegen Gruppe A, das ist ein bisschen heftig. Selbst gegen Gruppe B ist es heftig. Da ist C schon... Schwer, aber machbar. Der Lowry aus Italien. 131 Siege mit Mewtwo. Erinnert mich an meinen Abonnenten Xaroth. Aber ich glaube, der spielt momentan kein Pokémon Tekken mehr. Ich habe gesehen, der spielt Fortnite momentan. Schauen wir mal. Ich habe gerade voll das Gefühl, dass es auch wieder Computerkampf ist, aber weil es wieder dieselbe Welt ist. Aber nee, ist ein richtiger. Und das. Nein. Oh,
Oh, warum wird das nichts? Okay. 1-0. Es hängt mir aber ein bisschen zu sehr. Warum hängt es bei den Amis auf einmal so? Lass mich in Frieden. Nein! 1-1. Aber das hängt mir geschmacklich zu sehr, das Spiel. Da kann man nicht so richtig reagieren und spielen irgendwie. Nein! Jetzt habe ich Angriff gedrückt. Na toll. Achso, da. Nee, ich hatte noch Schild, aber es hat auch wohl auch nichts gebracht. Jetzt bin ich dran, mein Freund. Fuck. Oh, Loi, da hast du Glück gehabt. Das hätte auch böse nach hinten ausgehen können bei dir. Aber du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Gut gekämpft. Scheiße in der Verbindung. Aber gut gekämpft. Okay. Das war's aber. Jetzt sind wir bei knapp 18 Minuten hier. Das war Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch mit mir von der Gameplays als Hobby. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Zeigt es mir mit einem Abo und einem Daumen nach oben und dann sehen wir uns heute beim nächsten Teil wieder oder auch beim anderen Let's Play. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Bis dann. Tschüss.